Ich war lange auf Tour. Ich habe intensiv an meinem neuen Album Sternenstaub gearbeitet und viele Ideen zur Welt gebracht. Nun ist es an der Zeit, mir selbst meine Zeit zu widmen. Manchmal stehen wir an einem Punkt. Einem Punkt, an dem wir wissen, dass es Zeit ist, eine neue Erfahrung zu machen. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und der Magie des Anfangs zu vertrauen. Viele Menschen sagten mir, ich könne nicht auf Reisen gehen, bevor mein großes Album erscheint. Warum nicht? Es wird erscheinen, schon sehr bald. Christian Morgenstern sagte einmal sehr treffend, wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht euch nur von dieser Anschauung los und 1000 Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. 1000 Möglichkeiten. Herr, das ist es. Begleite mich. Bis das große Album kommt, nehme ich dich mit. Zu 1000 Möglichkeiten. Rund um die Welt. Manchmal müssen wir raus. Raus aus dem Lärm, um uns selbst und der inneren Stimme wieder besser lauschen zu können. Vielleicht auch nur, um Abstand zu gewinnen. Abstand vom Lärm der Welt, der hineinprasselnden Mails, der Anrufe und der vielen Stimmen einer konsumgesteuerten Welt. Manchmal macht sich einfach nur die Sehnsucht nach Stille breit. Die Sehnsucht nach Freiheit, nach dem Atem des Dschungels und dem Tanz der Winde auf den Ozeanen. Die Sehnsucht danach, den Sternen zu lauschen. Also folgten wir dem Ruf der wilden Schönheit, dem Ruf des Lebens. Kolumbien, du wilde Schönheit. Versteckt unter dem dichten Dach des kolumbianischen Regenwaldes existiert eine wunderschöne Welt. Eine Welt voller Stille und dennoch voller Musik und purem Leben. Wir tauchen ein in das farbenfrohe Schauspiel von Mutter Erde, welches uns Lieder der Freude in 1000 Stimmen singt. O du schönes Kolumbien. Unser erstes Ziel ist Santa Marta. Die Sierra Nevada de Santa Marta. Hier schlägt das Herz der Erde und hier wurde das Licht geboren. Das glauben die Ureinwohner, die in diesen Tälern des Gebirges siedeln. Sierra Nevada de Santa Marta. Wenn man dem Klang des Windes lauscht, meint man es hier direkt hinter den Dschungelhügeln hören zu können. Das Herz der Erde. Viele Menschen sagten uns, dass es gefährlich sei, durch Kolumbien zu reisen. Selten zuvor haben wir jedoch so liebenswürdige, so offene und so gastfreundliche Menschen wie hier erlebt. Leuchtende Herzen, die durch strahlende Augen scheinen. Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut, sagte Aristoteles. Also lasst es uns tun. Voller Mut, voller Hingabe und voller Dankbarkeit.
du schönes Kolumbien. Und was ist eigentlich mit Sternenstaub, dem großen Album? Wie verzaubert von der unendlichen Schönheit vergaßen wir fast, weshalb wir auch hier waren, um einmalige Musikvideos zu erschaffen. Eine Reise um die Welt und dabei den Glanz des Zaubers dieser Welt einzufangen, um ihn in Musikvideos mit Sternenstaub zu kombinieren. Das große Album soll im Mai 2017 erscheinen und hier findet es seine ersten würdigen Kulissen für ein Musikvideo. Sternenstaub mit einem Hauch Kolumbien. Nach einigen zauberhaften Wochen bewegen wir uns an der karibischen Küste Kolumbiens voller Euphorie weiter. Weiter Richtung Panama. Oh, wie schön soll Panama sein. Wie schön soll Panama sein.